Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in einen großbritannischen Adventskalender, und zwar in den von Pretty Little Thing. Genau, und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der kostet normalerweise 55 Pfund, was normalerweise ungefähr 65 Euro wären, aber nein, wir bekommen den für, 77 Euro. Keine Ahnung, minimale Preiserhöhung für uns aus Europa, da dumm. Und er hat einen Wert von 195 Pfund, jedenfalls stand das auf der Homepage, was umgerechnet 232,48 € wären. Das wird nachgerechnet. Den Online-Shop kenne ich definitiv schon daher, dass die auch schon immer ein bisschen eher irgendwelche Limited Editions haben, zum Beispiel von Revolution oder so. Da kann man immer schon so ein bisschen schauen, ne? Also ich finde, dass er erstmal einen ganz guten Eindruck macht. Der sieht wirklich hübsch aus, wenn auch nicht wenig weihnachtlich. Und von innen haben wir einen riesigen Boxen-Adventskalender. Auf der Homepage hatte ich den gesehen und mir gedacht, irgendwie erinnert er mich an den von Revolution, aber wenn ich mir das jetzt so in Original angucke, ist der deutlich hochwertiger. Und solltest auch du Teil dieser Crew hier werden wollen, dann abonniere doch super gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Der 1. Dezember fühlt sich recht leicht an. Man konnte den Inhalt, glaube ich, online auch schon komplett sehen, ne? Das sieht mir nach einer Originalgröße aus. Peaches and Cream Hotline Lip Liner. Das ist ein Lip Liner in Braun. Maxim würde applaudieren. Der sucht doch immer nach solchen richtig schönen braunen Lip Linern. Das wäre ja mal volle Elle sein Ding. Die Marke kenne ich nicht. Finde ich sehr, sehr interessant. Wird ausprobiert. Und eigentlich müsste jetzt auch mit meinem Unboxing das von Nicole von Chiquitas Place online kommen. Also für eine zweite Meinung schaut gerne nach diesem Video bei ihr mal vorbei. Hier habe ich jetzt den 2. Dezember. Interessant, wir haben ja auch Pflege drin enthalten. Bondi Sands Hydra UV Protect Lichtschutzfaktor 50 Plus Very High Protection mit 40 Millilitern. Das ist mal ordentlich, Leute. Wenn es fürs Gesicht ist. Ich glaube, das ist fürs Gesicht, oder? Ich denke mal, dass es fürs Gesicht ist. Also hier steht jetzt nicht explizit drauf, dass es fürs Gesicht ist, aber ich hätte das jetzt einfach mal vermutet, vor allem auch von der Größe her, ne? Ah, der ist, glaube ich, extra so, dass wenn du ihn öffnest, dass er dann quasi kaputt geht. Och Mensch, wieso? Das nennt sich Sicherheitsverpackung wahrscheinlich, aber ich habe die Sicherheitsschleuse überwunden. Genau, so schaut es aus. Sieht richtig süß aus. Und das steht hinten drauf, dass man das vorher schütteln soll. Oh, das ist wirklich sehr flüssig. Vielleicht für die Muffel geeignet, die nicht so gerne diesen reichhaltigen Lichtschutzfaktor auf dem Körper oder auf dem Gesicht mögen, ne? Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Und der Adventskalender hat Zwischenebenen, sodass nichts runterknallt, was ich wundervoll finde. Und die Produkte, huch, sind in der Regel nochmal separat eingepackt. Hier ist mir gerade was entgegengefallen, und zwar von Pretty Little Thing selber. Direkt einfach mal 3 Pinzetten. Aber guck mal, die sind auch wirklich komplett unterschiedlich von ihrer Spitze her. Das finde ich spannend, und die fühlt, also das fühlt sich auch relativ hoch, also schwer an. Hochwertig dann wahrscheinlich auch, ne? Also eine, die halt so eine abgeschrägte Spitze hat, eine, die so eine komplett gerade hat und eine, die wirklich wie so eine Pinzette ist. Also wirklich so ganz, ganz fein vorne. Schön. Also besser, als wenn du halt so eine Random-Pinzette drin hast, ne? Hier haben wir die Nummer 4. Wow, Starskin VIP. Also ich glaube, das Pretty Little Thing auch ein bisschen vergleichbar wäre mit Douglas oder so. Also das kommt mir nämlich auch vor, als würde ich hier einen Douglas-Adventskalender auspacken. Denn The Gold Mask Eye war doch da auch drin, oder? Täusche ich mich da? Also richtig, richtig nice. Finde ich mega cool. Die habe ich auch schon mehrfach verwendet. Würde ich mir so nicht nachkaufen, weil die doch sehr hochpreisig ist. Aber richtig cool in diesem Adventskalender aufgehoben. Zum 5. Dezember, einen Tag vor Nikolaus, bekommen wir eine große Box, eine flauschige Box, und das ist von Sunkist. Okay, das ist so ein Stirnband. Ich finde die ja großartig, ne? Verwende ich jeden Morgen, wenn ich mich pflege. Oh Gott, das fühlt sich so flauschig an. Ich packe die auch immer in Waschmaschine und Trockner, und das hält bei mir meistens auch das Ganze immer so aus. Aber die müssen natürlich regelmäßig auch mal erneuert werden, weil irgendwann sind die halt schon ordentlich gebraucht, ne? Aber wie cool. Richtig cool. Das gefällt mir als Tool. Das war ein Reim. Ja, ich habe auch so ein Gedichtband rausgebracht. Schaut gerne mal im Pelletier Verlag vorbei. Da habe ich dieses Buch gelauncht und auch noch 3 weitere. Also vielleicht so als kleine Idee, als Weihnachtsgeschenk oder so. Ne? Link dazu in der Infobox. Der 6. Dezember ist für uns Nikolaus. Mermaid Hair. Hold the right there, your hype girl in wax form. Achso, das ist so ein Hairstyling Wax Stick. 15 Gramm sind hier drin. Das ist so dieses Clean Girl Aesthetics Gedönsen. Ne? Fühle ich jetzt nicht ganz so, wenn du dir halt so einen super sleeken Zopf machen willst und dann alle Baby-Hairs da irgendwie mit unter Kontrolle kriegen willst. Soll das wohl dafür
super funktionieren. Ich bin bei sowas halt einfach raus. Also ich bin kein Clean Girl. Ich werde nie ein Clean Girl sein und ich finde es auch nicht schlimm. Aber es ist süß, dass es mit drin ist, weil ich glaube, dass viele, die den Adventskalender kaufen, halt auch gerne das mögen. Ne? Der 7. Dezember, ich würde es übrigens mögen, wenn hier wieder dekorative Kosmetik kommen würde. Die 1 ist ja schon mal richtig verheißungsvoll gestartet. Mal gucken. Naja, irgendwie so. Flutter Baby Sponge bei Pink Honey. Da habe ich ein Schwämmchen drin und der sieht wirklich total abgefahren aus. Ich habe ja schon vieles an Schwämmchenform gesehen, aber der ist mir jetzt neu. Können wie der, oh, super fluffig. Super, super fluffig, wie der Name ja schon sagt, ne? Und der ist halt so richtig wie so eine Zwergenmütze. Guck mal, so ist der hier oben. Finde ich richtig nice. Also das ist halt nicht super spitz, aber du kommst damit safe, super toll. Wie oft kann man super sagen, ja, unter deine Augen oder in deinen Innenwinkel oder so rein. Der wird ausprobiert. Das ist cool. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und ich habe eben nochmal geschaut. Pretty Little Thing ist eher sowas wie ASOS. Also die haben ja ganz viele Kleidungssachen. Get Boosted Double-Sided Body Tape. Ey, das hätte ich letztens mal gebraucht, ne? Okay, wie viel sind denn hier? Ich weiß nicht, wie viel hier drin sind. Da sind allerhand Streifen auf jeden Fall drin. Das ist so ein doppelseitiges Klebeband, womit man halt verhindern kann, dass wenn du jetzt erstens habe ich diesen Pulli auf falsch rum angezogen, damit quasi hier diese schulterfreie Geschichte ist und nicht auf der anderen Seite. Und zweitens hat er keinen Ausschnitt. Aber wenn ich hier einen Ausschnitt hätte und ich nicht wollen würde, dass es hier immer so hoch klappt, ne, kann man da halt quasi zwischen Körper und ja, da kann man so ein Klebevieh dran machen. Ist eigentlich total super. Ich kann es gebrauchen. Ist natürlich eher so ein Füllprodukt, aber ich finde es super. In der Nummer 9 dürfen wir uns wahrscheinlich über irgendwas Riesiges freuen. Oh, die habe ich, glaube ich, in einer anderen Farbe. Brushworks Microfiber Reversed Washbands. Also das sind halt so diese klassischen Handgelenkbänder, damit halt nichts runtertropft, so wie man das hier bei der Lady sieht. Die sind super. Die hatten wir mal in der Look Fantastic Box oder so drin, ne? Cool. Hat auch, glaube ich, jeder aktuell in seinem Adventskalender. Komm schon, in der Nummer 10 darf es doch bestimmt wieder mit dekorativer Kosmetik weitergehen, oder? Ja, Westbarn Co. hat hier ein Originalprodukt mit 25 Gramm drin. Soap Brows, The Original Brows Brow Soap. Wie geil ist das denn bitte? Das kann jeder, ganz egal welche Haarfarbe man so hat, verwenden. Ich habe es von der falschen Seite geöffnet. Und da ist halt das Originalprodukt drin. Also die sind diejenigen gewesen, die das wohl entwickelt haben. Da ist ja auch noch ein Spoolie mit bei. Ja, der ist hier halt so drin. Okay, und das ist halt diese klassische Augenbrauenseife. Die ist schon recht geil, ne? Ich komme damit nicht ganz so gut zurecht, bin ich ehrlich, weil ich mir damit irgendwie meine Foundation abnehme und alles wird irgendwie ganz schön kompliziert. Aber ich finde das super. Überleg mal, 25 Gramm. Und ich sage es immer wieder, bei Adventskalendern gerne einen Primer, eine Mascara, ein transparentes Augenbrauengel, transparentes Puder reinmachen. Das sind halt die Sachen, die alle so verwenden können. Die erste Schnapszahl, die Nummer 11. Also man hätte es auch so ein bisschen den Tool-Adventskalender nennen können, denn hier haben wir den Triangular Powder Puff Duo drin. Die finde ich auch klasse, aber ich muss gestehen, auch wenn man sehen konnte, was online sehen konnte, was drin ist, mir sind es doch mittlerweile ein bisschen viele Tools, ne? Also wir haben ja schon mehr Tools als Pflege- oder Make-up-Produkte hier drin. Naja, die kenne ich, die habe ich, die finde ich klasse und die sind auch richtig toll in so einem Adventskalender aufgehoben, aber halt jetzt nicht unbedingt, wenn du halt auch gleichzeitig diese Bänder hast, das Booby-Tape im Prinzip oder halt auch das Haarband, was alles für sich toll ist, aber du hast hier wirklich viele Füllprodukte drin. Aber ich weiß nicht, vielleicht muss das so? Freut man sich darüber? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Halbzeit, die Nummer 12. Vielleicht ist es aber auch ein Adventskalender, der dann einen auf Parfüm Dreams macht und quasi dann ab der Halbzeit so richtig eskaliert von den Produkten her. Mal gucken. Auch so ein Klassiker, ein cooles Produkt, was mich persönlich an meine Kindheit erinnert, von Carmex Healthy Hydrated Lips All Day. Und da haben wir Peach Mango als Geschmack-Duft mit drin. Und ich finde, Carmex hat eine ganz tolle Lippenpflege. Das ist schon ein bisschen anders, finde ich, als andere Lippenpflegen, weil die ein bisschen, die hat diese Frische halt irgendwie auch mit dabei, ne? Und die ist super krass pflegend. Der 13. Dezember eröffnet die zweite Hälfte des Adventskalenders, denn wir haben normalerweise 25 Kläppchen bei diesen englischen Adventskalendern. Hier nicht. Das hatte ich letztens auch irgendwo mit drin. Ich glaube, in der Look Fantastic Box war das tatsächlich auch, ne? Project Lip mit 8 ml Lip Buff Scrub and Smooth. Genau. Genau das ist aktuell in der Look Fantastic Box drin. Ja, ne?
Also Lippenpeelings verwende ich ganz gerne, gerade wenn ich jetzt so nach so einem Drehtag einfach mich abschminke und dann nochmal mein Lippenkram erneuere oder halt wegmache. Und das hilft, ne? Gerade wenn man jetzt zum Beispiel hier von Natasha Denona so ein krasses Viel verwendet hat, das ist sehr, sehr, sehr pigmentiert. Das kriegst du nicht ohne Peeling runter, finde ich persönlich. Der 14. Dezember, also die Boxen hätten Potenzial, richtig große Sachen zu enthalten, sind aber meistens ungefähr zur Hälfte ausgefüllt mit Füllmaterial. Auch hier wieder so ein Klassiker, ein Eyelash-Curler, den ich persönlich, also ich persönlich feiere das auch. Ne? Auch wieder von Pretty Little Thing selber. Ich feiere es, dass wir halt solche Füllprodukte drin haben, weil die klasse sind, weil die einfach was anderes sind. Ne? Drei anstatt einer Pinzette, keine Nagelfeile dafür, sowas. Das ist halt mehr so, ich finde es halt cooler. Aber es sind mir einfach zu viele. Ich möchte lieber mehr Produkte haben. Ja, auch der 15. Dezember ist sehr leicht. Auch das ist ein Klassiker, ne? Mhm. Ja, das sind jetzt ganz viele von diesen Schwänkchen, ne? Mit denen kannst du so deine Haare aus dem Gesicht machen, wenn du dich schminkst oder wenn du deine Skincare machst oder so. 6 Stück sind hier drin und die sehen auch echt hübsch aus, aber mal gucken, wie es weitergeht. Am 16. Dezember kredenzt uns der Adventskalender ein dekoratives Kosmetikprodukt. Ich fall vom Glauben ab. Das wäre ja mal richtig nice, Leute. Das ist ein Volumizing Lip Oil Plump It von Transform. High Impact Plumping Mild Tingle Nourishing Oil Formula mit 3 Millilitern. Ja, so schaut einmal die Umverpackung aus und das finde ich doch schon mal schön. Das ist so ein Zwischending zwischen Lippenpflege und dekorativer Kosmetik. Wir hatten jetzt schon eine Lippenpflege und ein Lippenpeeling mit drin. Und jetzt haben wir halt nochmal ein Lip Plumper, ein Lip Oil mit am Start. Mit so einem Schwämmchen-Applikator finde ich immer ein bisschen schwierig, egal. Was dann halt ohne Kribbeln sein soll. Da sitzt gerade Puck die Stubenpflege auf dem Ringlicht, ne? Macht es sich gerade richtig bequem. Eine Woche vor Heiligabend habe ich hier auch wieder einen sehr leichten 17. Dezember. Land of Lashes. Nude Lash, Foaming Lashes, Reusable, Cruelty Free in der Variante 3 scheinbar. Die sind richtig krass, ne? Die sind richtig wispy. Oh, wow. Guck mal, wie die abgehen. Das ist heftig. Ich verwende zwar keine False Lashes, aber ich kann mir vorstellen, dass die aufgrund ihrer Ich bin mal etwas anders und ich bin mal super intensiv sehr, sehr gut ankommen könnten. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Ich habe hier den 18. Dezember in meinen Händen. Wird er das Blatt wenden? Oder wird das alles hier in einem Füllprodukte-Adventskalender enden? Oh mein Gott. Lashes hinter Lashes. Oh my Lash. Das sind halt so 3/4 Wimpern, ne? In Obsessed. Natural and Half Lash. Nee, nicht 3/4, sondern 1/2 Wimpern. Okay, Entschuldigung. Ja, kannst du halt natürlich wiederverwenden. Das sieht wunderschön aus, ne? Aber es sind halt wieder Lashes. Hätte ich ja ein bisschen anders verteilt, um ehrlich zu sein. Oder um diejenigen wie mich zum Beispiel glücklich zu machen, die jetzt nicht unbedingt falsche Wimpern verwenden, wäre es echt nice gewesen, wenn die hier anstelle von einem der beiden einfach eine Mascara reingemacht hätten. Der 19. Dezember. Das darf nicht fehlen. Echt nicht. Style Icon von Invisibobbles Mystica Collection. Das ist wirklich hübsch, ne? Das sind halt so Scrunchies. Und da hast du da drin so ein Invisibobble. Ja, also, ne? 2 Stück von diesen Geschichten. Ne? Verwende ich persönlich leider nicht ganz so gerne. Aber, also, ich habe eigentlich genug Scrunchies mittlerweile. Aber es ist süß im weihnachtlichen Design. Na komm. Der 20. Dezember. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Wieder ein riesiges Kläppchen mit einem winzigen Produkt. Die haben hier wirklich sehr stark drauf geachtet, dass hier in den Boxen nicht irgendwie was Farbgebundenes drin ist. Denn auch hier haben wir ein Buttergloss drin, aber transparent. 8 Milliliter sind hier drin enthalten und das ist die Farbe Sugar Glass. Also die Buttergloss mag ich auch richtig, richtig gerne. Und ja, wie gesagt, hier so ein durchsichtiges Schätzelein. Meine Güte, also wir haben 1, 2, 3, 4 Lippenprodukte hier schon drin enthalten, plus Lipliner, holla die Waldfee. Es gibt auch noch andere dekorative Kosmetik als das, ne? Naja, den nächsten Adventskalender habe ich auch rausgepackt, ist im i verlinkt, für Lippenfreunde sehr gut geeignet. Die 21. Dezember, was? Nein, die 21. Box am 21. Dezember ist jetzt ein bisschen schwerer und hier haben wir auch eine etwas größere Tube drin. Das verwirrt mich dann schon wieder, ne? Das ist Instaglow 10 Tenologist. Tenologist Illuminating Face Bronzer. Mit Hyaluronsäure, Squalan und Niacinamiden für alle Hauttypen geeignet. Und hier sind einfach mal locker flockig 60 Milliliter drin. Ist das ein Selbstbräuner? Ja, ne? Sagt der Name ja schon. Puh, also das finde ich schon sehr, sehr abgefahren. Bin ich ehrlich.
Hä? Ich meine, ja. Ich meine, weiß ich nicht. Das ist abgefahren. Du sollst es halt quasi vor Make-up oder als letzten Schritt deiner Skincare-Routine auftragen. Weiß ich nicht. Die zweite und letzte Schnapszahl ist der 22. Dezember. Und noch ein Self-Tan ist hier drin. Also wirklich merkwürdig verteilt. Entweder haben die sich gedacht, okay, wir sind hier gerade im Self-Tan-Flow, also machen wir das zusammen rein, genauso wie bei den Lashes. Ich persönlich hätte, wenn ich so Doppelungen in Anführungsstrichen von Thematiken drin habe in Adventskalendern, es wenigstens auf die beiden Hälften aufgeteilt. Naja, Self-Tan Purity Vitamins mit 10 Millilitern Bronzing Water Serum. Das ist auch, ne? Eigentlich doch genauso wie das von Tenology. Hätte ich jetzt gedacht. Das ist doch auch ein Selbstbräuner fürs Gesicht. Hä? Kannst du dir einen aussuchen, welchen du besser findest, glaube ich. Einen Tag vor Heiligabend habe ich hier den 23. Dezember. Also die letzten beiden Kläppchen, die müssen jetzt echt einen raushauen. Ansonsten, puh, weiß ich nicht. Project Lip hat sich gedacht, wir machen hier noch einen rein. In der Plump and Fill Shade Play. Mhm. Project Cosmetics, das hatte ich, glaube ich, schon mal in einer anderen Farbe da und die sind ja so dermaßen plumping. Also das ist mir zu viel auf den Lippen, zu scharf. Ich glaube, das arbeitet mit Schärfe und das ist gar nicht mein Vibe. Aber die Farbe ist hübsch, ne? Das ist so ein schönes My Lips But Better Tönchen. Ja. Finale. Der 24. Dezember ist Heiligabend. Also wenn da jetzt nicht irgendwie eine Lidschattenpalette oder so oder eine geile Mascara oder sowas drin ist, dann weiß ich auch nicht. Weil das ist ja echt irgendwie komisch hier, oder? Nein, das ist eine 24. Das ist eine Haarspange. Ja, also frohe Weihnachten, mein Freund. Zusammenfassend lässt sich sagen, nee. Also ich finde den nicht so toll. Es sind sehr viele Füllprodukte drin, von Anfang bis Ende. Die sind jetzt nicht schlecht oder so, aber das ist jetzt für mich kein Adventskalender, der mir Highlights bietet, wo ich mich jeden Tag freuen würde, den auszupacken, wo ich auch seinen Wert schätzen könnte. Nee, also das wäre kein Adventskalender, den ich als einzigen Adventskalender jemandem empfehlen würde, weil das wird, glaube ich, echt viele lange Gesichter produzieren. Das ist schade, denn er macht auf mich eigentlich einen recht guten Eindruck, erstmal von der Optik her, so vom, ne, wie er sich auch anfühlt und so. Und dann enthält der so viele Füllprodukte. Das ist eine super sichere Kiste, glaube ich, von den Adventskalendermenschen gewesen. So nach dem Motto, wir haben Angst, wir wollen keinen auf den Schlips treten, also machen wir Füllprodukte rein. Wie seht ihr das? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Also irgendwie fühlt sich das echt komisch an hier. Ja, das, ja, wüsste ich auch nicht noch weiter auszuführen, weil mir fehlt hier einfach so viel zu einem Beauty-Adventskalender, vor allem, weil man ja auch irgendwie bei Pretty Little Thing auf der Homepage so viele coole Produkte findet, ne? Naja, ihr Lieben, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Mich hat's nicht so umgehauen hier. Und wenn es dir aber hier gefallen hat bei mir, dann lass mir doch sehr gerne einen Daumen nach oben da, denn ein Däumchen wäre ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.